Hallo, ich will euch heute mal zeigen, wie ich gerade meine Stanzschablonen aufbewahre. Das habe ich bei irgendeinem amerikanischen Blog gesehen und dann auch bei einem deutschen und das fand ich richtig gut. Ich wusste auch gar nicht, dass es so Ausweishüllen in A5 gibt. Ich dachte, die gibt es immer nur in sehr klein. Habe mich dann auf die Suche gemacht. Habe bei Amazon auch einen recht guten Anbieter gefunden. Also man merkt hier bei diesen Hüllen. Ich habe fünf andere Hüllen als diese. Die sind genarbt, das merkt man schon ein bisschen. Der hatte eine falsche Beschreibung drin. Der hatte für 3 Euro 10 Stück reingeschrieben und das fand ich gar nicht so schlecht. Habe mir gleich fünfmal bestellt und als sie kam, hatte ich leider auch nur fünf Versandtaschen. Das war ein bisschen blöd, aber ich konnte die Versandtaschen behalten und habe das Geld zurückgekriegt. Das fand ich ganz nett. Ich hätte ihm auch die Taschen zurückgeschickt, aber ja, wäre für uns beide wahrscheinlich mehr Aufwand, als die gekostet hätten. Ja, ich habe das so gemacht. Ich überlege gerade, welches ich am besten zeige, was mir nicht gleich so auseinanderfällt. Ja, nehmen wir das. Dass ich innen drin so einen festen Karton habe. Also nicht so einen richtig 2 mm dicken Karton, sondern ich habe die Rückseiten von den Designpapieren genommen. Vom Action oder vom Teddy, die haben ja immer diese, oder vom Lidl auch, die haben ja diese grauen Rückwände und die sind schön stabil. Hier habe ich das Schwarz genommen. Ich finde das einfach ganz gut, weil man da schnell sieht, was auf der Palette ist. Vom Faltkarten den schwarzen Cardstock und unter die Stanzschablonen habe ich von Action, die gibt es für 49 Cent, das ist so mit so einem Abroller dran, den habe ich aber abgemacht, weil der Abroller eigentlich nicht richtig schneidet. Ich habe jetzt keine Rolle mehr da, ich glaube, da sind 3 Meter drauf. Also ich finde das schon ganz gut. Und ich klebe das dann auch nur dahin, wo ich es brauche. Praktisch für dieses Teil hat mir so ein langer gereicht. Und das hält auch. Also, wenn man das richtig drauf macht und kein Zwischenraum ist, hält das auch. Also, ihr seht, ich halte es jetzt senkrecht. Da rutscht und fällt nichts runter. Und dann habe ich das also beidseitig. Immer jenseits des Kartons hinten dran geklebt und dann ist das auch wirklich sehr stabil. Und so bewahre ich die jetzt auf. Wo ich die jetzt letztendlich so hochkant reinstelle, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, diese fünf hier sind sehr stabil, obwohl beides 120 µ sind, die sich dann doch aber komplett anders anfassen. Aber ich habe jetzt hier auch schon auch mit Pappe innen drin diese neuen genommen. Die kamen 25 Stück, glaube ich, 8 Euro oder so. Also das finde ich gut. Ich mache ja das auch beidseitig. Und auch hier, die sind halt auch ein bisschen kleiner, habe ich gemerkt. Da musste ich mir ein bisschen kleiner dieses Cardstock und das graue Karton schneiden. Aber halten genauso gut. Ich finde es halt gut, dass dann die Standsachen. Ich habe momentan schon ein paar angesammelt durch AliExpress. Und ein paar hatte ich noch. Das hatte ich über Amazon gekauft. Das war alles Tim Holz. Die zwei habe ich auch von AliExpress. Und die habe ich auch durchgehend, glaube ich, von AliExpress. Buchstaben auch. Da fehlt noch was hinten dran. Die zwei habe ich auch von AliExpress, aber die sind echt. Oh, also die rauszulösen ist echt, echt, echt schwierig. Das sind aber noch lange nicht alle. Also ich werde schon noch demnächst. Hier, die habe ich auch von AliExpress. Noch beschäftigt damit sein, mir Kartons zu schneiden und Cardstock und meine Stanzschablonen hier rein zu sortieren.
Ich habe erstmal 25 Stück bestellt, weil ich erst gucken wollte, wie die Qualität ist. Und ja, ich bin ganz zufrieden. Kann zwar hier nicht gegen diese anstinken, die sind echt, echt super, aber das ist genauso gut. So, ich hoffe, ich habe euch eine Anregung gegeben, wie ihr vielleicht eure ganzen, wenn sich auch schon viel zu viel angesammelt hat, die Stanzschablonen sortieren könnt, dass ihr die mehr auf den Blick habt. Ich wollte die nicht mehr in diesen kleinen Taschen haben, weil die auch so schnell kaputt gehen und ich einfach auch keinen Überblick mehr habe. Und hier kann ich es halt so machen, hier kommen noch andere Buchstaben rein und dann hat man halt so, ja, Frames auf einen Blick. Hier sind so Weihnachtssachen, Winter, Weihnachten auf einen Blick und so weiter und so fort. Das fand ich halt ganz gut. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen guten Tipp gegeben und ich verlinke euch auch mal den Amazon. Nee, es war kein Amazon, das war Jungheinrich. Jungheinrich, glaube ich. Ich verlinke euch das mal und ja, werde euch demnächst mal zeigen, wie ich meine ganzen Stempel jetzt gerade sortiere. Was auch ein Haufen Arbeit ist, aber sich vielleicht lohnt. Weil ich hatte die vorher in einem A4-Ordner und das war nichts, weil die Stempel einfach viel zu schwer sind für so ein A4-Blatt, wenn die da alle draufkleben. Das hängt immer einfach nur runter. Das hat mir nicht gefallen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.